Ein herzliches Willkommen, liebe Gäste, liebe Zuschauer. Mein Name ist Rebecca Slegers und ich begrüße Sie ganz herzlich zur allerersten Sendung von Respect Studio. Herzlich willkommen, Ivy Quenu, Salomon Bob Jansen, Blaise Francis El Morabit, Misha Rospihani. Zu meiner Linken, Ivy Quenu, Sängerin und Siegerin der ersten Staffel von The Voice of Germany. Ist wohnhaft in Berlin und arbeitet zurzeit in Hamburg und probt für das Theaterstück Harry Potter und das verwunschene Kind. Herzlich willkommen, Ivy Quenu. Salomon Bob Jansen, Zahnarzt aus Köln und schreibt gerade seine Doktorarbeit. Er hat seit 3 Jahren eine eigene Praxis selbstständig in Köln. Herzlich willkommen, Salomon Bob Jansen. Zu meiner Rechten, Blaise Francis El Morabit, Rechtsanwalt mit einem steilen Lebenslauf. Sein großes Herz macht die gemeinnützige rechtliche Beratung möglich, Menschen bei Rassismusfällen kostenlose Hilfe und Beratung anzubieten. Herzlich willkommen, Blaise Francis El Morabit. Vielen Dank. Misha Rospihani, Senior Model Booker bei einer renommierten Modelagentur und setzt sich vor allem für Menschenrechte ein. Er studierte Wirtschaftspsychologie und auf Social Media, vor allem bei Instagram, kann man durch seine Inhalte sich auf jeden Fall zum Thema Rassismus weiterbilden. Herzlich willkommen, Misha Rospihani. Vielen Dank, dass ihr alle da seid. Herzlich willkommen. Unser heutiges Thema ist Rassismus in der Gesellschaft, Diversität in den Medien, People of Color, auch POCs genannt, und Black Lives Matter. POCs bedeutet People of Color, ein solidarisches Bündnis von unterschiedlichen Communities, in der Menschen zusammenfinden, die Diskriminierungserfahrungen gemacht oder auch geteilt haben. Wir haben jetzt natürlich auch nicht nur die POCs, sondern natürlich auch die BPOCs und wir haben auch die LGBTQ+-People. Möchtest du, Ivy, ganz kurz einmal was dazu sagen? Also ich habe jetzt nicht Expertenwissen dazu, aber die LGBTQ+-Community gehört nicht zwangsweise zur BPOC-Community, aber sie sind auf jeden Fall miteinander verbunden, wenn man bedenkt, dass zum Beispiel eine schwarze Transfrau durch diese Intersektionalität einfach viel mehr Leid ausgesetzt ist, als jemand, der zum Beispiel heterosexuell ist. Und deswegen ist es halt auch wichtig, diese Community zu beleuchten und mit einzubeziehen. Super. Dann würde ich einmal ganz gerne wissen, wo ihr am 5. und 6. Juni wart. Bob, wo warst du an diesem Tag? Und was hat das in dir ausgelöst bei Black Lives Matter? Ja, an dem Tag kann ich mich sehr gut erinnern. Da waren wir spazieren und ich habe das immer verfolgt über alle Social Medien. Bei WhatsApp habe ich tatsächlich live immer von Freunden mitbekommen, was da genau da stattfindet. Ich hatte das Gefühl, da passiert jetzt was ganz Historisches. Ich fand es ein bisschen schade, dass ich dabei sein konnte. Und zum Glück hat ein Tag später hat das eine ähnliche Veranstaltung auch stattgefunden, auch in Köln, der Innenstadt am Neumarkt. Etwas kleiner, etwas reduzierter. Und da habe ich gedacht, das darf ich nicht verpassen. Habe ich den Kleinen mit in den Kinderwagen gepackt und ich war tatsächlich sehr, sehr, sehr überwältigt. Ja, über diese Energie, die da stattgefunden hat, diese Menschenmasse. Und das war alles friedlich und alle wollten an einem Ziel festhalten. Und das war ein ganz toller Moment. Ja. Wo warst du, Misha, an diesem Tag? Ich war in Hamburg und für mich war das wunderschön zu sehen. Es war zum ersten Mal, hatte ich das Gefühl, Teil einer großen Community zu sein. Und nicht mehr, weil ich war auf unzähligen Demos, ich bin der Sohn von politischen Flüchtlingen, ich bin groß geworden auf Demos, aber es war halt immer, Iraner haben für Sachen demonstriert, die den Iran betroffen haben, Türken haben für Sachen demonstriert, die die Türkei betroffen haben, es war ja nie zusammen. Es war das erste Mal, dass ich das Gefühl hatte, da war wirklich eine Energie und da kamen Leute zusammen, wo man sich dachte, das ist genau das, was jetzt passieren muss. Ich hatte aber auch ein bisschen Angst und ein bisschen Sorge, dass das vergessen wird, dieses das ganze Movement, dass das irgendwie dann einfach so ein Ding ist, was kurzzeitig aufkommt und dann, wie es schon so oft passiert ist, und dann ist es wieder vorbei und dann sind es immer wieder nur noch dieselben Leute, die darüber reden. Und halt auch Angst, was die Medien daraus machen werden. Und das, was dann kam, hat mir recht gegeben in der Angst. Und das fand ich sehr schade, aber ich habe es erwartet. Wo warst du, Blaise, an dem Tag? Ja, ich war auf einer Demonstration in Düsseldorf, wo ich halt aktiv darauf hingewiesen habe, dass ich als Rechtsanwalt gemeinnützig, also kostenfrei, Betroffene von Rassismus vertrete und verteidige, wenn es halt notwendig ist. Mhm. Ansonsten hat dieser Tag bei mir ausgelöst, dass ich einerseits ein Stück weit Hoffnung hatte, weil halt einfach so viele Menschen zusammengekommen sind,
Andererseits war ich auch sehr schockiert, einfach aufgrund der Tatsache, dass ich mit sehr vielen Leuten dort gesprochen habe, mit sehr vielen Leuten mit afrikanischen Wurzeln, die halt dann auch über ihre Erfahrungen halt offen mit mir gesprochen hatten. Ich hatte 700 Nachrichten in den letzten Wochen bekommen und habe über 230 Fälle mittlerweile bekommen zu aktuellen Rassismusthemen. Und das ist schon erschreckend, muss ich ganz ehrlich sagen. Obwohl ich selber eine schwarze Person bin, habe ich das definitiv unterschätzt, weil ich halt nur so meinen eigenen Alltagsrassismus kenne. Aber das scheint doch eine große Problematik nach wie vor zu sein. Auf den Alltagsrassismus kommen wir gleich nochmal kurz zu sprechen. Ivy, wo warst du an dem Tag? Was hast du gemacht? Ja, ich war in Hamburg bei der großen Demo. Ich war eine Woche davor in Berlin. Da war eine kleinere Demo, beziehungsweise da waren zwei kleinere Demos. Das hat auch die verschiedensten Emotionen in mir ausgelöst, weil eben, als ich das Video von George Floyd nicht gesehen habe, also ich habe mich dazu entschieden, es nicht anzugucken, war es für mich so ein bisschen wie ein täglich grüßtes Murmeltier. Also ich hatte gar nicht so eine Reaktion wie die meisten Leute auf Facebook und Instagram. Es war so, sind wir überrascht? Also ich war es nicht. Yeah. Aber zu sehen, wie die Welt darauf reagiert hat, wie es in den USA dann ausgegangen ist und immer noch weitergeht, wie es, was für eine Reaktion die Leute hier drauf hatten, es war wirklich, also ich kann dieses Gefühl gar nicht beschreiben. Es ist so, alle sind aus so einem Schlaf erwacht. Du warst nicht überrascht, weil sozusagen du sagst, der Rassismus in den USA ist sowieso schon so krass? Oder du warst nicht überrascht, weil Rassismus schon so lange herrscht? Beides. Okay. Beides. Es gab Fälle davor, die ähnlich ausgegangen sind, wo jemand eben durch einen Polizisten erstickt ist. Das ging auch auf Facebook rum. Da gab es auch einen Aufschrei und es ist nichts passiert. Ja. Und die Tatsache, dass jetzt was passiert, ist irgendwie surreal. Ja. aber ja, einfach zu sehen auf dieser Hamburger Demo, wie Tausende von Menschen einfach da stehen und irgendwie zusammenkommen. Und der Spruch, it's not black versus white, it's everyone against racism, ist bei mir halt hängen geblieben. Okay. Weil das Problem nicht gelöst wird von den Leuten, die eben schon darunter leiden, sondern da wirklich von allen mit angepackt werden muss. Ja, wir haben gerade das Thema Alltagsrassismus aufgegriffen. Ich würde bei dir, Bob, vielleicht einfach mal fragen, was hast du für Erfahrungen mit Rassismus in deinem Leben gemacht, als Kind, aber auch vielleicht auch als Erwachsener? Ja, das ist eine sehr schwierige Frage. Also Thema Rassismus als schwarzer Mensch hier in Deutschland. Ich glaube, es gibt keinen Schwarzen, der nicht mit diesem Thema, mit dieser Thematik konfrontiert worden ist. Was mich anbetrifft, ich bin in Ruanda geboren. Ich bin 1995 nach Deutschland gekommen mit meiner Zwillingsschwester zusammen und wir hatten tatsächlich dann das Glück, dass uns eine deutsche Familie aufgenommen hat. Wir sind dann in Siegburg groß geworden, das ist ein kleines Dörfchen, nicht allzu weit hier von Köln. Und es war natürlich so, durch den Namen, also ich heiße Jansen, also wenn du mich jetzt auf der Straße triffst, würdest du jetzt nicht annehmen, dass ich diesen Namen mit mir trage. Ja. Die waren natürlich in aller Munde. Das war natürlich das absolute Highlight. Ja? Also Kinder aus aller Welt. Ich muss dazu sagen, meine Eltern haben sehr, sehr viele Kinder adoptiert. Wir haben zu Hause mit, 14 Geschwister habe ich. Ja? Das heißt, wir waren 16 Menschen unter einem Dach. Wahnsinn. So, und ist natürlich so, wenn du in so einem kleinen Dorf zu den Jansens gehört hast, warst du eher, ich sag jetzt mal, privilegiert. Ich konnte eigentlich ohne viel Rassismus aufwachsen. Ich hatte immer das Gefühl, ich bin geborgen und ich muss mich nicht erklären, ich muss mich nicht rechtfertigen. So, und das Ganze hat sich gedreht, als ich diese Blase verlassen habe. Ja. Das ist, als ich dann entschieden habe, dass ich NRW verlasse, um mein Studium anzufangen, bin ich nach Hamburg gezogen. Okay. So, und da war ich natürlich eine andere Person. Da war ich nicht der Sohn von den Jansens, sondern ich war ein ganz normaler Afrikaner. Habe zu der Zeit, als ich mit dem Studium angefangen habe, auch Rastas gehabt. Und das hat mir sehr, sehr gut gefallen, weil ich wollte dadurch auch ein bisschen polarisieren. Innerlich war ich deutsch. Mhm. Äußerlich wurde ich natürlich als Drogenhändler, Verbrecher immer so wahrgenommen. Ja, ich weiß nicht, wie oft ich immer in der Stadt oder in Hamburg im Park angesprochen wurde darauf, ob ich Marihuana dabei habe. Und da wirst du das erste Mal tatsächlich mit dem Thema Rassismus konfrontiert. Ja. Das heißt also, innerlich fühlst du dich als Einheimischer, als Deutscher, als deutscher Bürger, als deutsches Kind. Mhm. Und äußerlich wirst du anders wahrgenommen. Ne? Ja, einmal kurz zu deiner Kontrolle, wenn ich das richtig definiere, ist das eigentlich Racial Profiling, richtig, Blaise? Genau, ganz genau. Wenn er anlasslos kontrolliert wird, also kein konkreter Verdacht für die Kontrolle in der Situation bestanden hat, dann ist das eine
Ist das eine Racial Profiling-Kontrolle, wenn sie ausschließlich aufgrund seiner ethnischen Herkunft erfolgt ist? Kannst du noch mal ganz kurz erklären, Racial Profiling? Also die Polizei hat die Möglichkeit, in Deutschland anlasslos zu kontrollieren, und zwar insbesondere dann, wenn sie Verstöße gegen das Aufenthaltsgesetz feststellen möchte. Das ist dann insbesondere in der Region um den Hauptbahnhof beispielsweise möglich, aber auch in der Deutschen Bahn oder auch an Flughäfen natürlich. Und sogenannte Racial Profiling-Kontrollen sind verboten. Die Verwaltungsgerichte haben in Deutschland entschieden, dass das rechtswidrig ist, wenn man ausschließlich aufgrund eines ethnischen Merkmals jemanden kontrolliert. Aber es wird in der Praxis nach wie vor gemacht. Da habe ich ganz viele solcher Fälle und ich erfahre es ehrlich gesagt auch selber. Nämlich dann, wenn ich nicht in meiner Berufskleidung dem Anzug rumlaufe, sondern halt in meiner Freizeit nach dem Sport mit Sneakern und einem Hoodie schnell mal kurz die Bahn kriegen möchte am Hauptbahnhof, dann werde ich auch regelmäßig kontrolliert. Dann verpasse ich erstens die Bahn und zweitens ist halt der Ton schlicht und einfach auch unheimlich unhöflich, wie so eine Racial Profiling-Kontrolle halt stattfindet. Hast du schon mal Racial Profiling selber erlebt? Ja. Also es ist ja, nach 9/11 gab es keine Herkunftsgruppe, die mehr im Fokus stand als meine Herkunft, also sprich der Nahe Osten. Wir waren sozusagen dann plötzlich von heute auf morgen das Aushängeschild von Gewalt, Mord, alles was negativ ist, waren wir plötzlich. Und es war immer die erste Frage, war, bist du Türke? Pre-9/11. Und ab 9/11 war es dann plötzlich, bist du Moslem? Dann war es eigentlich egal, ob Türke oder Libanese oder... Und dann war plötzlich, wurde dann der gesamte Nahe Osten. Und dann, also ich kann gar nicht sagen, wie oft ich... zufällig an Flughäfen rausgesucht werde, also Flüge in Europa, es gibt ja den Schengen-Raum, da muss man eigentlich keine Passkontrolle mehr durchführen, aber ich werde immer, mein Pass wird nicht nur genommen, der wird immer runtergenommen, da wird eine Überprüfung gemacht und dann habe ich direkt auch gefragt, ich so meinte, warum werde ich jetzt raus? Und dann meinten die, ach, das ist Zufall. Und dann stehe ich in diesem Raum und dann ist neben mir eine Frau mit Kopftuch, daneben ein Mann, der, würde ich sagen, indisch aussah und daneben ein Araber. Und dann dachte ich mir, okay, aber warum ist denn nicht zufällig eine weiße Person hier drin? Ja. Du hast gerade gesagt, Blaze Racial Profiling ist eigentlich verboten. Mhm. Wir hatten jetzt die Debatte mit Horst Seehofer, dass er eigentlich gesagt hat, Racial Profiling ist verboten, also gibt es das auch nicht. Jetzt sagt Misha, aber wenn er am Flughafen ist und 9 Menschen in einem Raum sind, die kontrolliert werden und da ist keiner, der weiß ist, beziehungsweise hellhäutig, wie kann das sein? Also erstens ist die Begründung von Horst Seehofer natürlich auch völlig untragbar. Ne? Was verboten ist, gibt es nicht. Dann brauchen wir auch die Polizei nicht mehr, denn es gibt ja Straftatbestände, die verbieten Straftaten und dementsprechend gibt es auch keine Straftaten in Deutschland. Ne? Also die Begründung ist erstens natürlich absolut absurd. Ja. Leider fällt mir auch kein weicherer Begriff für ein. Und warum es das gibt? Ja, weil nun mal Polizisten sich leider nun mal nicht immer an Gesetze halten. Ja, das ist auch ein völlig falsches Bild, was da scheinbar insbesondere in der CSU, aber halt auch im Innenministerium existiert. Nämlich das Bild, dass Polizisten wie so Roboter sich immer streng an Recht und Gesetz halten. Das ist aber nicht der Fall. Polizisten sind Menschen. Ja? Und der Beruf Polizist ist ein ganz normaler Beruf. Das heißt, da findet sich auch ein Querschnitt der Gesellschaft wieder. Das heißt, wenn es in der Gesellschaft Rassisten gibt, gibt es auch in der Polizei Rassisten. Ja? In den damaligen Urteilen, die es gab, wo halt die Gerichte in Deutschland festgestellt haben, Racial Profiling ist verboten, da war es halt noch so, dass die Polizisten so naiv waren, dass sie halt dann auch in der Verhandlung dann halt auch gesagt haben, ja, ich habe den halt kontrolliert, weil er sah schwarz aus und deswegen war er bedrohlich für mich. So. Das wird heutzutage aber niemand mehr machen, ja, weil heutzutage sind die Polizisten geschult, genau zu diesem Thema, zu Racial Profiling. Und dementsprechend sagt das natürlich keiner mehr heutzutage so offen, aber es passiert leider nach wie vor. Und um das mal ganz konkret zu machen, vor ein paar Tagen, am Donnerstag, letzte Woche, habe ich ein Gespräch gehört bei 1 Live, bei dem ich selber auch einen Redeanteil hatte, wo ein Polizist von der Polizeigewerkschaft gesagt hat, wenn ich davon ausgehe, dass am Hauptbahnhof immer nur die Albaner mit Drogen dealen, dann brauche ich doch jetzt nicht mehr jemanden zu kontrollieren, der offensichtlich deutsch ist, offenkundig deutsch ist. Ja. Was auch immer das bedeutet, offenkundig deutsch. Ja, also ich bin auch deutsch. Ja, ich habe die doppelte Staatsbürgerschaft, deutsch-kongolesisch, ja, aber ich bin ja auch deutsch. Könnte man denn dagegen dann rechtlich vorgehen, wenn du jetzt weißt, du warst in einem Radiointerview, du hast vielleicht den Namen von diesen Polizisten und könntest dann rechtlich sagen, naja, er gibt das ja eigentlich zu und das ist verboten. Kann man sich so dagegen direkt wehren? Also man kann sich dagegen wehren, wenn es ein konkretes
konkreter Fall ist. Jetzt okay. So eine abstrakte Aussage würde nicht reichen, aber wenn es ein konkreter Fall ist, kann man sich wehren. Man kann eine Dienstaufsichtsbeschwerde einreichen und eine Feststellungsklage einreichen. Die große Problematik dabei ist, beide Rechtsmittel sind meines Erachtens zahnlose Tiger. Ja? Also die Dienstaufsichtsbeschwerde, die führt letztlich dazu, dass es dann, wenn man es überhaupt am Ende begründet bekommen hat, dass es dann eine Disziplinarmaßnahme innerhalb der Behörde gibt. Mhm. Das kann halt dann sein, wenn es der erste Fall war, dann wird halt mal nett ermahnt. Ja? So, die Feststellungsklage beim Verwaltungsgericht, wozu führt die? Da stellt dann das Verwaltungsgericht nachträglich fest, ja, es war rechtswidrig. Das war's. Das war's. Ja, da gibt es keine Sanktionen dahinter oder so, sondern das war's. Das heißt, das ist schon ein Riesenproblem. Und dann muss man sich halt noch vor Augen führen, das überhaupt erstmal nachzuweisen, ist halt unheimlich schwierig. Ja. Denn meine Erfahrung zeigt halt, im Nachhinein werden halt immer irgendwelche Gründe dazu gedichtet. Mhm. Ja, und halt auch die Nachweispflicht ist halt auch schwierig, denn es wird ein Vollbeweis verlangt. Jedenfalls in den meisten Teilen der Republik. Okay. Das heißt, man muss halt als Betroffener nachweisen, dass man diskriminiert worden ist. Ja? Und nicht etwa umgekehrt, es muss irgendwie begründet werden, ob man jetzt wirklich nur auf Zufallsbasis halt Leute kontrolliert hat. Das ist halt auch ein Riesenproblem, diese Nachweispflicht dabei. Ja, wir kommen einmal zu dir, Ivy. Wir haben jetzt einfach von drei Männern gehört, dass Racial Profiling stattfindet. Hast du es persönlich auch schon erlebt? Ja, ich glaube tatsächlich, dass es wahrscheinlich öfter bei Männern passiert. Allerdings liegt das auch daran, also ich meine, natürlich bin sehr dunkelhäutig, aber ich kleide mich westlich, ich spreche Deutsch. Jemand, der vielleicht mit einer traditionellen Klamotte einreist, aus dem Herkunftsland vielleicht, aber einen deutschen Aufenthaltstitel hat oder eine deutsche Staatsangehörigkeit, wird wahrscheinlich auch erstmal zum Zoll gebeten. Was hat man denn bitte mitgebracht? Ich war mal mit einer gemeinnützigen Organisation in Äthiopien und hatte meine Cousine dabei und der Rest der Mannschaft war halt weiß. Und vor der Passkontrolle wollten sie mich und meine Cousine rausziehen, haben uns erstmal wirklich schroff da angehalten. Natürlich will man als Land einen Aufenthalt checken, aber das sollte man noch an der Passkontrolle machen. Und nicht vorher. Genau. Das heißt, ihr seid vor der Passkontrolle schon rausgezogen worden, dass sie noch nicht mal... Sie wollten uns rausziehen. Sie haben es nicht gemacht, weil eben auch der Rest der Gruppe sich dagegen gewehrt hat. Ja. Besonders nach 2001. 9/11, ja. Genau. Ist das halt eben verstärkt auch Muslimen passiert. Ja. In der Hinsicht realisiert dann die Welt aber auch, Muslime kommen nicht nur in der Form des Arabers oder des Iraners, sondern auch Schwarze. Und deswegen ist das mittlerweile wieder in so einem ganzheitlichen Topf. Ja. Genau. Ich würde einmal noch mal von dir, Misha, wissen, dein Background. Du hast ja selber gesagt, du kommst aus dem Iran, beziehungsweise deine Wurzeln, deine Eltern. Du bist hier geboren oder deine Eltern sind auch hier geboren? Meine Eltern sind politische Flüchtlinge, aber so wirklich alles, was dazu gehört. Meine Mama war im Gefängnis, weil sie verbotene Bücher, damals sie war Lehrerin, den Kindern vorgelesen hat. Dafür wurde sie inhaftiert, wurde zur Todesstrafe verurteilt. Und mein Vater wird bis heute noch gesucht vom iranischen Geheimdienst. Die haben erst jetzt vor kurzem, das ist wirklich eine aktuelle Gefahr auch, die haben erst vor kurzem einen Mann verschleppt aus Paris. Der wurde unter einem Vorwand vom iranischen Geheimdienst in den Irak gelockt, weil sie mit ihm dort irgendwas Geschäftliches besprechen wollten. Und der Irak hat ein Abkommen mit dem Iran. Sprich, dann wurde er sofort von da aus in den Iran gefahren und ist jetzt zur Todesstrafe verurteilt worden. Und sprich, mein Vater kann in seine eigene Heimat nicht zurück. Und auch nicht zum Besuch, nicht zum Urlaub machen, er darf einfach nicht Ich war mit meiner Mama nämlich dort, meiner Mutter und meiner Schwester war ich da und wir wurden verfolgt, während wir da waren, vom iranischen Geheimdienst, weil sie meinen Vater gesucht haben. Er wird gesucht, nicht weil er irgendwas Kriminelles getan hat, er wird gesucht, weil er eine kommunistische Partei hatte. Die Revolution kam damals durch die USA und durch England, weil die den Schah loswerden wollten, weil der Iran einfach extremst groß, reich und mächtig wurde. Ja. Mein Vater wusste, er muss weg. Und mein Vater ist zu Fuß gegangen, vom Iran in die Türkei, wirklich zu Fuß. Sein Körper ist zu 80% verbrannt. Wurde an den Grenzen, wurden die mit heißem Wasser besprüht, damit die halt stoppen. Die wurden nicht erschossen, sondern weil die dachten, erschießen ist zu einfach. Wir wollen die ja zurückbekommen, damit wir die richtig, damit wir Exempelerstattung gehen können. Sprich, die wurden dann wirklich mit heißem Wasser besprüht, damit die anhalten. Und mein Vater ist einfach weiter und weiter und weiter und ist dann in der DDR gelandet. Okay. Und genau so kam das halt alles. Und
der Grund quasi, dass ihr dann hier geblieben seid, bist dann du, weil du hier geboren bist? Genau, ich bin der Einzige aus meiner Familie mit einer Geburtsurkunde. So ging es dann halt, weil ich auf die Welt kam und eine Geburtsurkunde auch hatte. Weil vorher hat halt auch niemand eine Geburtsurkunde gehabt. Wahnsinn, ey. Was für eine Geschichte. Krass. Ivy, kommen wir einmal ganz kurz zu dir. Du bist ja auch Sängerin und Schauspielerin, aber jetzt in der Musik merkst du da zum Beispiel auch Rassismus? Merkst du in der Branche Rassismus? Also ich glaube, was in der Branche eh ein Problem ist, besonders in der Musikbranche, ist, dass Frauen grundsätzlich nicht viel gefördert werden. Wenn da schon die Förderung nicht da ist, dann wird man auch wenig Förderung für BPOCs sehen. Mir ist aber aufgefallen, dass besonders am Anfang meiner Karriere ich da sehr in diese Motown-Schiene getan wurde. Weil du den afrikanischen Hintergrund hast und Leute sagen, es verkauft sich vielleicht gut auf Platten, wenn wir sagen, die Album mit dem Afro, weil sie schwarz ist, die kann ja so in die Richtung Soul und Motown. Genau. Wenn man sich überhaupt Motown anguckt und die Geschichte von Motown, ging es darum, Negro Music verfügbar zu machen. Für einmal kurz zur Erklärung, die Negro Music, was ist das? Also für die entstammt von den Spirituals, die damals auch schon auf den Feldern gesungen wurde während der Sklavenzeit. Du meinst eine bestimmte Musikrichtung? Genau, die Musikrichtung, die sich dann zu Jazz entwickelt hat und Jazz sozusagen die Populärmusik mitbegründet hat. Ja. Diese Art von Musik war damals eben nicht sehr beliebt, zumindest unter den Massen, unter der Mehrheitsgesellschaft, die natürlich auch hauptsächlich weiß war. Und Motown hat mit dieser neuen Art von R&B die Musik verfügbar gemacht für eine weite Masse. Und natürlich ging es auch darum, wie kann man als schwarze Person, wie kann man sich da gut vermarkten, wie kann man auch teilhaben an diesem Markt. Motown hatte natürlich im Gegensatz zu diesem James Brown Funk war sehr ladylike, sehr elegant. Also das, was man in der Zeit sehen wollte von schwarzen Leuten, um sie überhaupt in die Gesellschaft mit aufnehmen zu können. Und dieses Image hatte ich plötzlich inne. Dieses Zahme, dieses Elegante, dieses Schüchterne. Jeder, der mich persönlich kennt, weiß, dass das absolut gegenteilig ist von mir. Und als ich dann mit dem zweiten Album eher Richtung Pop gegangen bin, ein bisschen mehr mit Kanten und Ecken, haben die Leute das nicht verstanden und waren ganz überrascht, warum ich denn jetzt nicht mehr die Musik mache, die viel besser zu mir passt. Es gab für mich nicht so viel Möglichkeit, mich da musikalisch zu entdecken. Also es wurde relativ schnell zur Seite getan. Du hast für dich entschieden, dass du in eine Schiene gesteckt wirst, wo wir sagen, wir können wir gut vermarkten. Was am Anfang auch okay war, aber irgendwann wächst man natürlich raus. Ich war 19, als das angefangen hat und das war dann nicht mehr ich. Wir kommen jetzt einmal zum Thema Diversität. Was bedeutet für dich, Ivy, Diversität? Ich finde es eine sehr schwere Frage zu beantworten. Ich glaube, besonders jetzt seit Juni ist da auch ein Bestreben, mehr Diversität zu showcasen in der Werbung, in den Medien. Ich habe auch viel mehr Anfragen plötzlich gekriegt. Für mich persönlich ist da ein bisschen natürlich auch ein Problem, weil es fühlt sich oberflächlich an. Es ist, wir haben jetzt so und so viele schwarze und nicht weiße Models und zeigen die alle, aber was passiert eigentlich hinter den Kulissen? Wer sitzt denn am wichtigen Tisch und macht die Entscheidungen? Und wenn da sich nicht ein bisschen was ändert, dann kann man auch keine ehrlichen Entscheidungen treffen, die in der Zukunft auch nachhaltig sind, glaube ich. Und du sagst aber, eigentlich ist das für dich keine ehrliche Anfrage? Nicht zwangsläufig. Also ich finde es natürlich, es ist eine super Sache. Also weil ich glaube, was man auch vor allen Dingen als junger Mensch sieht, als Kind, als Jugendlicher, sind die Medien, sind Werbung, sind Filme, sind Serien. Und natürlich will man, dass diese Medien auch einen widerspiegeln, was eben passiert, wenn man BPOCs eben vorne ranstellt. Aber das reicht mir noch nicht. Es ist ein super Anfang, es muss auf jeden Fall weitergehen. Ja, wir haben noch eine Definition hier, und zwar einmal, was ist Diversität und was sagt Diversität aus? Diversität und der englische Begriff Diversity bedeutet Verschiedenheit und Vielfältigkeit. Und dies lässt sich unter anderem auf die wirtschaftliche, kulturelle und soziale Vielfalt in menschlichen Gesellschaften beziehen. Ivy hat es gerade gesagt, hier ist die Gesellschaft bzw. in der Werbung, aber auch vielleicht im Schauspiel, ist es nicht divers genug. Wie sieht es bei dir aus, Misha? Du bist ja Modelbooker. Ich würde einmal gerne zu dem, was du gesagt hattest, einmal was zu sagen, weil gerade so Werbeanfragen mache ich extremst viel auch. Sagen wir mal, eine große deutsche Autofirma hat neue Automodelle und macht eine Werbekampagne. Zum Beispiel irgendwie, wir haben dieses Automodell, das ist eher im etwas unteren Preissegment, urban, das Wort sowieso schon schrecklich, urban, cool, lässig, Klammern,
gerne Südländer, Klammern, gerne Exot, das Wort alleine ist ja auch schon. Und dann stand da wirklich, und dann dachte ich mir, ich fall vom Stuhl, gerne auch tropisch. Und dachte ich mir, okay, aber ist doch kein Punika-Saft. Also was meinen die denn jetzt mit tropisch? Und dann das nächste Auto, Luxussegment, in Klammern, kaukasischer Mann. Da merkst du aber dann schon ganz genau, dass da in eine gewisse Schiene gedrängt wird. Ich habe Kunden, die machen zum Beispiel sehr viel Streetwear. Und da wird immer gefragt nach Schwarzen, irgendwie Leute, die so ein bisschen, sei es indisch aussehen, cool, weil dann das sagen... Das ist New York-Style, genau. Ne? Lässig, leger. So, aber dann habe ich Kunden, die im hochwertigen Anzugssegment zum Beispiel sind. Und da ist nichts mit jemandem, der irgendwie schwarz ist. Da ist dann schon das höchste der Gefühle. Dann steht da nämlich Südländer, in Klammern, kein, leider, das Wort Kanake. Das schreiben die. Ausgeschrieben. Und damit wollen die halt sagen, Südländer, gerne Spanier, gerne Italiener, dürfte sogar Grieche sein, obwohl das schon ein bisschen zu nah zur Türkei ist, aber bloß nicht, kommt mir jetzt nicht mit irgendwie einem Libanesen. Und das ist leider sehr traurig und ich sehe das aber auch wie Ivy, so es kommt jetzt mehr, aber es ist sehr erzwungen. Hast du denn eventuell eine Entscheidungsgewalt? Das heißt, wenn du sagst, du kriegst diese Anfragen und du merkst schon, es geht vielleicht in eine rassistische Richtung, das heißt, nein. Der Kunde möchte ja das haben, kannst du dann nicht sagen, ich habe aber noch zwei andere Models, die würden an dem Tag verfügbar sein und die passen genauso gut auch zu einem Luxussegment wie jeder ja, andere? Ja, also ich muss sagen, ich habe zum Beispiel das allererste schwarze Männermodel für die Hugo Boss Kampagne gebucht. Das war die erste weltweite Kampagne und ich war der Erste, der einen schwarzen gebucht hat. Das ist ein Senegalese gewesen. Da kann man schon was machen, aber als Beispiel, ich habe super viele Asiaten reingebracht in sehr, sehr große Marken, auch unter anderem Hugo Boss in dem Segment. Und als dann Corona losging, Januar, Februar, war dann vorbei mit Asiaten. Da war direkt, können wir nicht, damit verbinden die Menschen Krankheiten. Ich meine, Donald Trump, der Präsident des mächtigsten Landes dieser Welt, hat Corona Kung Flu genannt, hat es the Chinese Virus genannt und hat keine Konsequenzen getragen dafür. Und das macht was mit den Menschen. Wie ist es für dich, Bob? Was ist für dich Diversität? Also wir sind ja Bestandteil dieser Gesellschaft, also wir repräsentieren ja diese Gesellschaft. Und dieses Bild, was wir jetzt gerade hier also darstellen, das kommt für meinen Geschmack auch viel zu wenig in der Medienwelt. Einfach, das kommt viel zu kurz. Und das ist das, wo man ansetzen muss. Ne? Dass man sagen kann, okay, wir haben schwarze Menschen, die vielleicht einen Beruf, einen Anwalt darstellen, Ärzte, da gibt es ja genügend, aber die sind eigentlich an dieser Plattform, ja, RTL, CDF, also da kriegen wir einfach die nicht zu sehen. Und man gewinnt sehr schnell den Eindruck, wir existieren gar nicht. Ne? Wir sind man nicht da, ja wir sagen, werden ja gar nicht ernst genommen. Ne? Ja, also ja, wir zahlen ja auch alle GZ-Gebühren. Und man könnte ja auch sagen, die ARD und ZDF haben ja einen öffentlich-rechtlichen Auftrag, auch einen Bildungsauftrag, dass du jetzt sagen würdest, wenn wir GZ bezahlen und wir werden nicht abgebildet, dass dieser öffentliche Auftrag vielleicht nicht erfüllt ist. Und könnte man auch zum Thema Quote kommen. Wenn du jetzt sagst, es ist nicht in der Gesellschaft abgebildet oder die Gesellschaft ist eigentlich bunt, aber diese Vielfalt, dass auch Menschen mit einem Migrationshintergrund, mit einer anderen Hautfarbe, als POC oder wie auch immer, einen Arzt in einer Serie spielen könnte, ein Anwalt im Tatort sein könnte, ja. Wärst du für eine Quote? Eine Quote hilft im Fernsehen, ja, definitiv. Weil das hilft einfach, sich zu identifizieren, dass Kinder, die Jugendlichen, auch die Menschen, die vielleicht so veraltete Gedanken haben, veraltete Stereotypen über Menschen ausländischer Herkunft. Ja, also der Schwarze ist, der ist Taxifahrer, der ist Kloputzer, der arbeitet, wenn es hochkommt, irgendwo als Müllmann, der ist Drogendealer. Ja. In meiner Kindheit habe ich eigentlich keinen schwarzen Arzt, Zahnarzt, geschweige denn Anwalt im Fernsehen oder in den Medien, habe ich einfach nicht gesehen. Und ich hätte mir das gewünscht und das hätte mir, glaube ich, einfach so einen Kick gegeben, also so ein bisschen so Hoffnung gegeben, dass ich das auch schaffen kann. Und das ist eine Chance einfach, Gesellschaft zu verändern. Die Gesellschaft zu verändern, das ist so eine unheimliche Kraft. Ja, wir fragen mal Blaise, hätte man eine Chance, eine Quote im Fernsehen einzuführen, könnte man rechtlich was machen? Mhm. Ja, also der Gesetzgeber könnte definitiv tätig werden und ist jetzt eine fiktive Zahl. Ja, wenn wir jetzt 5% schwarze Bevölkerung in Deutschland haben, aber wir haben nur 1% Schwarze in den Führungspositionen in Unternehmen, dann heißt das halt, ist so eine Quote, bis dieses Ziel, 5% der schwarzen Bevölkerung muss auch in Führungspositionen sein, erreicht ist, haben wir auch keinen Verstoß gegen den allgemeinen Gleichheitssatz. Im Gegenteil, wir fördern den allgemeinen Gleichheitssatz damit. Ist das vielleicht auch ein Grund, warum du Anwalt geworden bist? Ein Grund war, dass ich in meiner Schulzeit in Südafrika war, als Austauschschüler. Es war kurz nach der Abschaffung des Apartheidssystems, also der sogenannten Rassentrennung. Mhm. Ja,
war damals dann mit einer jungen Frau zusammen, deren Vater ein Menschenrechtsanwalt war, und der hat sich halt viel mit mir unterhalten. Und das hat mich schon motiviert, halt weil er halt mir viel erzählt hat aus der Zeit, aus diesem Kampf, wie viel er halt als Menschenrechtsanwalt halt bewegen konnte in der Gesellschaft. Das machst du ja auch, ne? Du hilfst Menschen, wenn sie jetzt gerade durch die Debatte betroffen sind. Die Aussage von einem Polizisten ist in Deutschland ungefähr 4-mal so viel wert wie die Aussage eines Bürgers. Wahnsinn. Oder auch eines unabhängigen Zeugens. Ja. Es gibt eine Statistik vom Bundesamt der Statistik aus dem Jahr 2018. Da ging es um Ermittlungsverfahren gegen Polizisten wegen Gewalt. Mhm. Und, 2.100 Fälle, glaube ich, genau, waren das ungefähr. Über 2.100 Fälle Ermittlungsverfahren gegen Polizisten. Und wie viele davon haben letztlich zu einem Urteil, Strafurteil oder einem Strafbefehl geführt? 2%. Wahnsinn. 2%. Und das ist halt struktureller Rassismus auch. In Zahlen ausgedrückt. Ja, ganz genau, ja. Ganz genau. Und das drückt halt auch aus, wie machtlos man letztlich ist, wenn es um Polizeigewalt geht. Ja. Wir kommen einfach zu dir, Ivy, wenn du das jetzt so hörst. Wo fängt für dich persönlich Rassismus an und wo hört für dich persönlich Rassismus auf? Ich glaube, man muss halt auch in Betracht ziehen, dass Rassismus ein Spektrum ist. Es ist jetzt nicht, der ist ein Nazi und alle anderen sind nicht rassistisch. Aber es fängt bei Mikroaggression und Alltagsrassismus an. Also viele verstehen zum Beispiel nicht, warum es nicht okay ist, meine Haare anzufassen. Mhm. Das zum Beispiel sind für viele Leute kleine Sachen. Und ich glaube, dadurch, dass viele Leute sich heutzutage nicht mehr bewusst sind, wo eben diese ganzen Verhaltensweisen herkommen, wird nicht verstanden, warum man sich darüber aufregt, warum man findet, dass es nicht okay ist. Das ist, ich glaube, da findet einfach zu wenig Auseinandersetzung mit der eigenen Geschichte statt. Besonders der eigenen, wie Kolonialgeschichte funktioniert, die eigene deutsche Kolonialgeschichte. Und was wäre für dich ein Ansatz zu sagen, Rassismus könnte man besser bekämpfen? Was kann die Zukunft auch gerade hier in Deutschland voranbringen? Ich persönlich glaube, dass man auf jeden Fall in den Schulen ansetzen muss, dass man sich irgendwie self-educaten muss. Und dazu gehört auch noch Geduld mit sich selbst haben. Meine erste Erfahrung mit Rassismus war in der Grundschule, da war ich glaube ich 6 oder 7. Und dann hatte ich einen Streit mit einem anderen Jungen, das war ein deutscher Junge, und dann schrie der, geh dahin zurück, wo du herkommst. Und das sagt ein 6-7-jähriger Junge nicht, weil er weiß, dass ich nicht von da komme, wo er herkommt, sondern das sagt er, weil ihm das so zu Hause gesagt wird. Viel mehr als eine Quote geht es mir darum, dass positive Repräsentanz da ist. Weil negativ werden wir, unsere Quote wird negativ erfüllt, glaub mir, zu 100%. Und das aufgehört wird mit dem Whitewashing. Und ich finde, Whitewashing ist ein extrem wichtiges Thema in den Medien. Einmal gibt es Whitewashing als Beispiel, Aladdin verfilmt wurde, was offensichtlich eine, sagt ja schon Tausend und eine Nacht, wie sie es immer so schön nennen, was offensichtlich eine Geschichte aus dem Orient ist, war die Hauptdarstellerin, die Jasmin gespielt hat, eine britische Schauspielerin. Die hatte rote Haare. Und das ist halt für mich unfassbar. Wie kann das sein? Und das ist einmal die eine Art von Whitewashing, was in Hollywood gang und gäbe ist. Mhm. Es ist immer so, dass ein... auch hier. Dass sie, ja, auch hier. Es ist immer so, zum Beispiel hier, dass eine libanesische Großfamilie irgendwelche Deutschen abzockt. Und dann kommt ein guter deutscher Polizist und hilft denen. Mhm. Es ist, die russischen Frauen sind immer Prostituierte. Und das ist halt einfach so ein Klischee. Und dann gibt es Whitewashing in der Hinsicht auch, dass Moderatoren oder auch Schauspieler, die ein Migrationshintergrund haben, nur erfolgreich werden, wenn sie alles aufgeben, was sie ausmacht kulturell. Also bloß so, wie es geht, nur europäisch wirken. Okay. Und am besten, ganz toll wäre es natürlich dann auch noch, wenn man sich negativ äußert über die eigene Herkunft. Dann bist du ganz weit oben angekommen. Weil dann bist du sozusagen Integration Level 100. Und das ist leider so, wie es ist. Ja. Was würdest du sagen, Blaze, wenn man jetzt die Diskussion hört, was wäre für dich ein Lösungsansatz? Also wir haben jetzt gerade über die Quote gesprochen, die ich persönlich für sehr sinnvoll halte. Die Quote in den Medien oder allgemein? Allgemein, okay. In allen Berufen. Alle Minderheiten und Frauen. Ja. Für die müsste es eine Quote geben, in meinen Augen. Und dann kann man gesetzlich zum Beispiel arbeiten. Es gibt ein Landesantidiskriminierungsgesetz in Berlin. Das ist im Zuge der Black Lives Matter-Demonstrationen relativ schnell durchgewunken worden. Dieses, nur in Berlin? Oder? Ganz genau, das gibt es nur in Berlin. Das ist ein Gesetz, das betrifft alle Behörden. Und wenn man halt ungleich behandelt wird durch eine Behörde, diskriminiert wird durch eine Behörde, hat das Gesetz eine ganz besondere Regelung, nämlich es gibt eine sogenannte Beweislastumkehr in diesem Gesetz. Man muss quasi nicht mehr den Vollbeweis erbringen, dass man diskriminiert worden ist, sondern man muss nur noch das glaubhaft machen. Dieses Landesantidiskriminierungsgesetz haben wir aber leider nur in Berlin.
Aber das heißt, es würde in NRW oder in einem anderen Bundesland nicht so funktionieren? Ganz genau, ganz genau. Und dementsprechend, es wird nicht nur in Berlin diskriminiert, ja. Es wird in ganz Deutschland diskriminiert, ja. Es wird auf der ganzen Welt, ehrlich gesagt, diskriminiert in der westlichen Welt. Und dementsprechend brauchen wir es halt auch in den anderen Bundesländern. Ich meine, wir haben über Polizeigewalt gesprochen, wenn zum Beispiel, wenn wir unabhängige Gremien einführen würden per Gesetz, unabhängige Behörden, die gegen Polizisten ermitteln, also dass nicht mehr Polizei gegen Polizei ermittelt, dann bin ich mir ganz sicher, dass diese Statistik, über die wir gerade geredet haben, auch nicht mehr so ausfallen würde in den nächsten Jahren. Mhm. Micha, wie siehst du das mit der Quote? Oder? Ich sehe das mit der Quote ein bisschen anders, glaube ich, war einfach ein bisschen schwieriger. Das ist einmal Punkt eins, glaube ich, dass man, dass das dann genutzt wird gesellschaftlich, um von dem Können, von der Qualifikation, das den Menschen abzuerkennen, zu sagen, du hast diesen Job bekommen, weil. Und Punkt zwei, und das ist immer meine größte Sorge, weil ich halt in der Hinsicht sehr aktiv bin, ich beschäftige mich sehr mit der Partei AfD und ich weiß, dass wenn das kommen würde, ist das für die das gefundene Fressen. Und das Problem ist, dass das, was ich dann im Umkehrschluss sehe, ist, dass die Gesellschaft noch mehr gespaltet wird. Wir kommen jetzt einmal zu unseren Zuschauern. Und zwar haben wir eine kleine Fragerunde gemacht. Wir haben hier als erstes, welche Serie findet ihr toll, was Diversität betrifft? Bob, was würdest du für eine Serie nennen? Genau, die Serie mit den Ärzten, das finde ich ganz gut. Die heißt Grey's Anatomy. Okay. Genau. Ja. Das ist schon ein bisschen bunt. Ausgeglichen? Ne? Genau, ausgeglichen. Okay, dann kommen wir zur nächsten Frage. Ist es tatsächlich eine Beleidigung, als Schwarzer bezeichnet zu werden? Fragezeichen. Wie sollte man ihn vielleicht dann nennen? Das ist tatsächlich der Eindruck, den ich auch gewinne, dass sie, also viele Europäer immer Angst haben, dieses Wort auszusprechen. Ja. Ich meine, ich bin schwarz, wir sind alle schwarz. Ja. Und man vermittelt dadurch das Gefühl, die schämen sich dafür. Also die Schwarzafrikaner. Und nein, und wenn ich den Namen sage, dann, oh Gott, dann bricht die Welt zusammen. Ne? Und da muss ich einfach zur Verteidigung sagen, also schwarz sein ist ein unheimlich cooles, geiles Gefühl. Das ist, für mich ist das ein Lebensgefühl. Ja. Ja? Das ist, ich sehe die Welt einfach mit anderen Augen. Ja. Ja? Für die Antwort jetzt für den Zuschauer, der das jetzt gefragt hat, man darf Schwarzer sagen und es ist keine Beleidigung. Ich glaube, Schwarz ist genau. So die universelle Gerade in Deutschland. Bloß nicht in Deutschland. Dann haben wir, wie bringen wir den Kunden bei, dass Anderssein in Anführungszeichen normal ist? Was wünscht ihr euch? Was muss sich ändern? Es muss sich ändern, dass überhaupt jemals BPOCs diejenigen sind, die das casten. Das wäre ja schon mal eine Änderung. Dass zumindest einmal ein Artdirektor eventuell... Du bist ein guter Anfang. Ja, also das ist halt so, dass zumindest jemand mal in dieser Position ist. Also, dass man überhaupt so weit käme. Und dann müsste sich einfach ändern, dass die Menschen einfach aufhören, in Schubladen zu denken, sondern dass sie merken, dass halt ein schwarzer Zahnarzt ist, ein schwarzer Anwalt ist. Gibt es Möglichkeiten, den Alltagsrassismus zu bekämpfen, zum Beispiel durch Projekte im Kindergarten oder auch in Schulen? Und in welchen anderen Bereichen wäre es noch möglich bzw. denkbar? Kinder nehmen das gar nicht so wahr wie mir. Also die sehen da keinen Unterschied. Natürlich sieht ein Kind, dass ich braun bin und das Kind weiß es, aber das Kind macht erstmal keinen Unterschied. Ich glaube, die sehen keine Raster, ne? Genau. Dann haben wir eine letzte Frage. Wie kann man als weißer Drehbuchautor oder Drehbuchautorin Geschichten schreiben, die divers sind, ohne dass nur Stereotypen und Klischees entstehen? Blaze, was glaubst du? Der nicht aus der Branche ist. Ja, gerade bei in der Literatur gibt es auch das Problem des Whitewashings extrem. Ja. Ja, also und zwar, was da halt passiert ist, dass ein Buch geschrieben wird und der Hauptcharakter dieses Buches ist vielleicht schwarz oder hat eine arabische Herkunft oder so. Und dann kommt das Buch in Deutschland auf den Markt und dann plötzlich wird der Titel, also das Titelblatt geändert, ja, und der Hauptcharakter ist plötzlich weiß. Ja, das kann halt nicht sein und das ist definitiv ein Schritt in die komplett falsche Richtung. Mhm. Ja, also man kann nicht über jemanden schreiben, über den man nichts weiß. Mhm. Da fängt es schon mal an und deswegen ist es natürlich auch wichtig, eben diesen Leuten die Chance zu geben, Leute, die eben Drehbuchbücher schreiben und POCs sind, vielleicht, dass sie die Rolle dann übernehmen. Ja. Das ist ein ganz guter, ich muss da ganz kurz unterbrechen, das finde ich ganz gut, das ist ein wichtiger Ansatz. Und zwar, dass wir es oft erleben, dass gerade über Menschen mit Migrationshintergrund berichtet wird und zwar
immer so als, die werden so immer so als Objekte dargestellt. Ne? Die werden entmenschlich dargestellt. Instrumentalisiert. So, genau, instrumentalisiert. Und ich vermisse einfach gerade bei der Berichterstattung, dass jemand, ein Reporter, vielleicht so ein Mikrofon nimmt und auf einen Flüchtling zugeht. Ja, aber die kann nicht reden. So, ja, der genau, die kann ja nicht reden. Was dass, man, dass man jemand einfach die, diese Plattform gibt. Du weißt, dass man nicht über die Menschen redet, sondern mit diesen Menschen. Mit den Menschen, dass man denen mal zuhört. Das ist ja keiner, der das auch Spaß macht, weil das Wetter schön ist hier in Deutschland. Doch, das sondern weil einfach, der macht das aus Existenzgründen. Ja? Ja. Und der nimmt diese ganzen Gefahren auf sich. Und wenn die dann hier sind, soll man denen einfach zuhören. Ja? Dass man jemanden so an einen Tisch... dass man jemandem hilft und auch sagt, wir reden mit genau. dir. Also ich habe noch nie eine Talkshow mitbekommen oder eine Diskussionsrunde, wo ein Flüchtling, der gerade hier in Deutschland, in Europa gestrandet ist, einmal zur Sprache kommt. Ja? Das stimmt. Man würde auch Sympathie entwickeln oder Empathie. Ein positives Bild. Ein positives von Bild, auch vielleicht auch ein Gefühl, Mitgefühl, ein Mitleid entwickeln. Und das ist das, was unbedingt geändert werden muss. Das ist ein sehr gutes Stichwort. Wir sind nämlich langsam am Ende der Sendung. Ich würde euch aber jetzt gerne noch eine Frage stellen, beziehungsweise wie ihr euch die Zukunft vorstellt. Und zwar fange ich bei dir an, Ivy. Was wäre dein Traum in 20 Jahren? Diese letzten zwei Monate erlebt zu haben, ist für mich schon wie ein traumhaft Traum. Schön. Nicht mal traumhaft schön, aber es fühlt sich unecht an. Dass plötzlich die Leute sich mobilisieren, fühlt sich unecht an. Jede Woche ist für mich so ein vorsichtiger Schritt in die Zukunft. Okay. Vergessen die Leute es wieder. Ja. Deswegen könnte ich dir nicht sagen. Du hast quasi Angst, dass es sich nicht ändert, sondern eher irgendwann zurück ist und dann wieder so ist wie vorher. Mhm. Micha, was wünschst du dir? Wie sieht die Zukunft für dich in 20 Jahren aus? Also wie es sein könnte, habe ich Angst vor. Ja. Weil wenn man wirklich statistisch schaut, gab es noch nie seit der Zeit des Zweiten Weltkrieges noch nie so viele rechts angesiedelte Parteien beteiligt an einer Regierung. Wir haben mit 20% die größte Oppositionspartei in Deutschland, ist eine Partei, deren Parteiprogramm nur ist Ausländer raus. Das heißt, dein Wunsch wäre für 20 mein Jahre? Mein Wunsch wäre in 20 Jahren, dass die Menschen offener sind, dass wir nicht nur von dem ganzen Globalen, was wir hier haben, profitieren, indem wir hinreisen können, wo wir wollen, sondern dass wir das, wovon wir profitieren, auch wirklich wahrnehmen. Du kannst nur vorankommen, wenn die Weißen bereit sind, einen Teil ihrer Privilegien abzugeben. Okay, anders geht es nicht. Ja? Blaise, wie sieht es bei dir aus? Wie würdest du dir die Zukunft in 20 Jahren wünschen? Ja, ich will da gar nicht so weit in 20 Jahre gucken. Ich möchte ins Jetzt gucken. Und zwar meines Erachtens brauchen wir jetzt ein Antidiskriminierungsgesetz, entsprechend dem Beispiel in Berlin, bundesweit, was halt bundesweit gilt. Wir brauchen jetzt eine Pflicht für Polizisten, die sogenannte Bodycam einzuschalten. Das ist eine kleine Kamera, die Polizisten haben. Die dürfen sie aktuell einschalten, sie müssen es aber nicht. Also es gibt ein Wahlrecht, völlig unverständlich aus meiner Sicht. Wir brauchen jetzt unabhängige Behörden, die gegen Polizei ermitteln, wenn Polizei Gewalt ausübt. Und wir brauchen auch jetzt eine Beweislastumkehr im Allgemeinen Gleichheitsgesetz, die es halt den Leuten, die im privaten Bereich, sei es im Job, bei der Bewerbung, bei der Wohnungssuche diskriminiert werden, halt die Nachweispflichten erleichtern und sich dadurch dann besser gegen Diskriminierung wehren können. Das heißt, du sagst, was wir jetzt hier verwurzeln, wird dann auch für die nächsten Generationen sich auszahlen? Definitiv, definitiv. Okay. Ja, einen vielen herzlichen Dank an alle Zuschauer und Zuschauerinnen hier bei uns im Café Franz, aber auch zu Hause. Wir hoffen natürlich, dass wir etwas bewegen konnten, dass wir mehr Diversität in den Medien damit zeigen können, dass wir ein Anfang sind für etwas Großes, aber auch für eine Veränderung in dieser Gesellschaft. Jetzt hören wir zum Schluss Bernd Klanke mit seinem Song Maschine. Ich bedanke mich ganz herzlich. Mein Name ist Rebecca Slegers und wünsche Ihnen allen einen schönen Nachmittag. Maschine lügt, wenn Maschine lebt. Maschine marschiert und Maschine erträgt. Maschine, 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 Maschine mein. Soll niemand drin wohnen als Maschine allein. Maschine glaubt alles, bis Maschinen versagen. Maschine war halt nie für die Maschine gemacht. Oh, kaputte Maschine hat keinen Sinn mehr. Maschine und sein Maschinenhimmel. Maschine verbittert, Maschine verreckt durch Upgrades, verschlimmert durch Downgrades, ersetzt. Maschine ist bloß eine von fast unendlich vielen. Maschine könnte Mensch sein, aber hat andere Ziele. Maschine, 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 Schiene. Oh, Maschine, 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 Schiene. Maschine.
Maschine sucht Führer, Maschinenbediener, fährt auch mit gegen die Wand wieder, wieder, wieder und wieder. Maschine war mal wild und ist jetzt gezähmt. Ein Affe mit Waffe, ein Tier, das sich schämt. Mit flackernden Baracken hausen die Maschinenherren. Aber jeder will, jeder will, jeder will, jeder will, jeder will Maschine werden. Maschine, 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 Maschine. Oh, Maschine, 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 Maschine. Oh, Maschine, 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 Maschine. Maschine, 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 Maschine. Dankeschön.